So, und einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu MyTest, dem wohl verrücktesten Let's Play der Welt. So. Oh Mann, was habe ich getan? Alles, was ich wollte, war ein bisschen Liebe. Und dann wurde ich mit Technik zugeschissen. So, wir räumen zuallererst mal unser Inventar auf und gucken dann, was wir brauchten für Batterien, weil für irgendwas brauchten wir die Technikgeräte. Weil wir irgendwie das Sulfat granulieren mussten oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Man frage mich bitte nicht. Wobei, nee, eben, wir mussten erstmal so ein komisches Gerät bauen, um das Zeug zu granulieren. Keine Ahnung. So. Weg, weg, weg. Ja, komm, du auch. Einfach alles weg. Ich kann das alles nicht mehr sehen. Aus den Augen, bitte. Nee, halt. Das kam hier mit rein. So. Okay, schon besser. So, was brauchen wir zuallererst? Na, komm, dann. Low-Volt-Batterie, nice HV, MV. Warum ist LV in der Mitte? Achso, ein kleiner Alphabet. Nee, macht auch keinen Sinn. Egal. Das brauchen wir, das brauchen wir. Und das müssen wir grinden. Die Frage ist, haben wir schon Grinder gebaut? Nee, ne? Doch, kann durchaus sein. So was Rotes kommt mir bekannt vor. Da haben wir. Sehr schön. Okay. Genau, dafür brauchten wir Strom. Ja, also gebaut haben wir schon, wir haben es aber noch nicht benutzen können. Weil wegen Strommangel und so. Danke. So. Oh. Ich glaube, jetzt fertig. Danke. Okay, hatten wir. Stimmt, wir hatten es trotzdem drinnen gelassen. Und jetzt, sobald das Ding halt Strom hatte, hat es halt dennoch angefangen mit dem Arbeiten. So wie es ja auch sein soll. So, achso, das kommt nicht hier rein. Das kommt, wenn, dann in eine separate Kiste. Ich schmeiße es erstmal hier mit rein. So, jetzt können wir endlich mal Batterien bauen. Alter, lange genug hat gedauert. So, wir brauchen Ölextrakt, Eisen. Ach, Lead. Oh. Das ist ja kein Eisen. Ha! Jetzt wissen wir, wofür das ganze Blei gut ist, was wir hier haben. Blei. Na gut. Ich pack erstmal nur das hier rein. Und hier würde ich mal sagen, ungefähr so. Ne, wir wollen ja nicht gleich alles verbrauchen. Ich meine, wie viel haben wir denn noch? Ja, genau, anderthalb Stacks haben wir jetzt noch. Und ich weiß nicht, ob wir irgendwo wieder Rohblei brauchen. Ne? Kennt man ja von Eisen zum Beispiel. So, da brauchen wir zwei Stück dafür. Da brauchen wir Ölextrakt. Haben wir Ölextrakt? Ja, ne? Ölextrakt müssen wir noch haben. Genau, da haben wir massig. Und dann bloß noch Holz. Sulfus, Sulfus. Geil, wir haben also alles beisammen. Dann bauen wir uns ein paar Batterien. Was brauchen wir noch so? Halter. Mehr nicht. Also 5 Case. Genau. Cases. Wie viele haben wir davon? 5 Stück. Da würde ich mal sagen, wir bauen erstmal 4 Batterien. Das heißt, wir brauchen 8 Batterien. Also 8 Monozellen für einen Batterieblock. Ölextrakt, Kabel, Holz. Holz könnte knapp werden. Wobei, wir brauchen aber nur 12. Oder? Ach, scheiße, doch 4. Apropos, ist hier alles noch wieder belegt? Ja, okay, sehr schön. So, dann machen wir hier nochmal 40er Stack.
So, und dann brauchen wir Blei. Ja, danke, da. So, damit sollten wir hierfür alles haben. Nein, bitte. So. 1, 2... Och, man kann die nicht stacken. Können die Ladung speichern? Das wäre interessant. So, hier haben wir jetzt... Genau, da kommt immer eine Box raus. Sehr gut, okay. Ach, wir brauchen immer 4. Upsala. Brauchen wir 32. 16. Ach Gott. Ja, ich könnte jetzt auf alles klicken, aber dann macht er gleich alles voll. Gut, was gar nicht so schlimm wäre. Wir machen einfach mal einen auf diesen da. Dann kann er nur eine begrenzte Anzahl bauen. Und jetzt mache ich auf alles. Oh, hat gar nicht gereicht dafür. Ja klar, weil wir jetzt natürlich auch mehr Holz brauchen. Ha. Das ist natürlich wahr. Das da. Jetzt muss ich erstmal wieder das raus. Oh Gott. Oh Gott. Weg, 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 weg. Alles weg, alles weg. Was? Nein, du bleibst da. Dankeschön. Alles. So, wir brauchen noch 3 Stück. Dankeschön. So. Okay, jetzt der nächste Schritt ist, da brauchen wir auf jeden Fall die Case für. Dann brauchen wir auch wieder Holz, aber diesmal nur 12. Dann brauchen wir die Batterien. Und was noch? Ach, Kabel. Genau, haben wir auch. Yay! 1, 2, 3. Oh, kann man auch wieder nicht stacken. Hä? Oh, ja, okay. Dankeschön. So, sehr schön. 4 Batterien. Die kommen halt unten. Ich würde die halt gerne von hier irgendwo sichtbar platzieren, sodass man die wirklich, ne? Hier oben zum Beispiel? Nee. Okay, erstmal testen, was man damit machen kann. Kann man ein Kabel von hinten anbauen? Nein, kann man nicht. Okay, man kann also wirklich nur Kabel von unten ranbauen. Gut, das schränkt natürlich unsere, ein bisschen ein. Ich würde sie halt gerne sichtbar haben. Das Problem ist, hier gehen auch drunter auch Kabel lang. Das heißt, da kann ich die nicht irgendwie platzieren. Andererseits könnte ich halt einfach hier vorne direkt hinbauen. Hä, die Batterienboxen kann man doch stacken. Ich schon wieder. Bam, bam, bam und bam. So, und jetzt kann ich nämlich sagen, okay, fick die Henne. Ich gehe hier runter. Ja, gut. So. Und jetzt bitte einmal alle quer verbinden und... Hä, von wo werden die geladen? Die sind doch nur so dran, ne? Momentchen mal. Has no network. Hä? Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen baff. Eine von denen muss ein Netzwerk haben und das dann mit den anderen teilen. Aber welche? Kein Netzwerk, kein Netzwerk, kein... Die haben kein Netzwerk, aber wenn ich hier unten ein Kabel mache, was mit nichts verbunden ist, dann hat der ein Netzwerk? Okay, das macht jetzt original gar keinen Sinn mehr. Also jetzt wirklich original überhaupt keinen Sinn mehr. Was zur Hölle? Also verarschen kann ich mich selber. Ja gut, dann können wir einfach hier wieder zumachen. Ha. Ich weiß nicht, warum das funktioniert, aber es funktioniert.
stimmt, hier, ja, Edit Channel. Sieht man eigentlich auch, mit welchem Netzwerk die verbunden sind? Nee, ne? Vor allem müsste der nicht eigentlich einen Verbrauch haben? Die Mount? 160 EU? Ach nee, das ist die Lagerfähigkeit. Ich bin jetzt gerade echt ein bisschen verwirrt. Na gut, lassen wir mal so im Raum stehen. Vor allem, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, warum es überhaupt funktioniert. Eigentlich sind die ja gar nicht verbunden, aber offensichtlich irgendwie schon. Ach klar. Ich mache mal so hier. Na, jetzt sind sie auf jeden Fall verbunden. Sie sieht jetzt aber schon ganz schön scheiße aus. Warum machen die eigentlich nicht einfach hier? Manchmal könnte ich mich doch selber wegschmeißen hier. Vor Dummheit. Wieso habe ich jetzt hier ein Kabel hingebaut? Kann mir das mal jemand erklären? Ist ja auch egal. So, jetzt haben die eine Verbindung. Jetzt sind sie auf jeden Fall bei dem richtigen Netzwerk dran. Ne? Ist schon seltsam. Ist schon echt ein bisschen seltsam hier, was hier abgeht. So, und die Akkus sind gleich voll. Und dann haben wir nämlich genug Puffer, dass wenn wirklich mal ein Gerät ein bisschen mehr verbraucht, dass das halt gestützt werden kann, ne? Eigentlich kann ich hier noch eine Batterie bauen. Da haben wir gleich 5 Batterien. Wir haben sowieso 5 Cases. Ach nee, ist mir zu teuer. So, die Frage ist, was können wir jetzt hier mitmachen? Aufladen, entladen. Wir können jetzt hier Batterien reinpacken, oder was? Wie gesagt, das ist halt auch der Grund wahrscheinlich, weswegen man die Batterie nicht stacken kann, weil die Batterien auch eine Ladung haben. Wäre natürlich interessant. So, gleich sind die Dinger voll. Ich verstehe nur immer noch nicht, warum hier kein Demount ist. Demount. Weil eigentlich haben die doch einen krassen Verbrauch. Weil die Dinger laden doch. Also müssen ja dafür auch Strom ziehen. Oder nicht? Ich verstehe das nicht. Ist mir gerade ein bisschen zu seltsam. Ah gut, auf jeden Fall sind sie gleich fertig, also geladen. Dann geht die ganze Anlage hier kaputt. Dann ist alles tot. Yay, geladen. Total verrückt. So, okay. Ja, lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Sehr schön. Gut, das heißt, ja, wir haben jetzt hier bei Technik, haben wir jetzt heute alles gemacht, was wir machen wollten. Ach komm, bleib auf. Dann können wir jetzt tatsächlich, erstmal hier Taschen leeren. Weg. Habe ich noch? Ja. Du da rein. Und du da rein. So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das war eine Sache, Alter. Das mit dem Wasserkraftwerk. Die Dinge auf 100% zu bekommen, war echt schon Krampf. So, dann gucken wir mal. Nix. Verschlossene Kupfertruhe. Ja gut, ein Kraftfeld brauchen wir definitiv nicht. Geometrie. Ach, Geothermie. Alter. Ja, ist eine Hitze. Da brauchst du auf der einen Seite Wasser und auf der anderen Seite dann Lava. Kohlegenerator, Goldtruhe, Bergbaulaser, Legierungsofen, Batteriebox,
So, da gibt es eine Schleifmaschine, die haben wir schon. Dann einen Extraktor, den haben wir noch nicht. Kohlegenerator, brauchen wir nicht mehr. Low-Voltage-Ofen. Ach, da brauchen wir keine Kohle mehr, oder was? Gott, was ist das denn? Okay, sieht interessant aus. Bauzapfhahn. Extraktor. Brauchen wir einen Motor. Okay. Cable Plate. Ja, genau. Die anderen Sachen hier laufen uns. Was haben wir unten jetzt eigentlich schon alles? Wir haben einmal ein Kompressor, Schleifmaschine, also Kohlelegierungsofen, ja. Dann kann der schon mal weg. Also das Ding können wir auf jeden Fall noch bauen. Brauchen wir einen Kompressor? Für was ist ein Kompressor da? Extraktor brauchen wir auch für irgendwie wie Öl und so einen Scheiß, oder? Ich glaube mir, wir lassen es doch tatsächlich erstmal alles so, wie es ist, bis wir wirklich was brauchen. Kompressor braucht man für Steine, genau. Das war nämlich das mit diesem Kompress, bla bla bla. Alles, was hier in der Kategorie ist, ne? Für Kompressen. Das da, das da. Dafür brauchen wir alles einen Kompressor. Kohleblock. Lol. Aber das bauen wir ja nicht. Das brauchen wir ja nicht. Von daher. Kann man damit auch nochmal einen Stein erstellen? Nee, ne? Garantiert nicht. Nee. Kochen. Ja, ist ja das Klassische. Was ist das denn? Steinstaub? Ernsthaft? Ist ja süß. Siehst du, eigentlich müsste man immer, wenn man hier die Säge benutzt, müsste eigentlich auch dieses ganze Staubzeug anfallen, ne? Und finde ich nicht so ganz realistisch, ja. Naja, was soll's. Ach so, so einen Kompressor haben wir ja schon. Heißt also, den Kasten haben wir bereits. Das Ding würde ich gerne noch bauen. Da brauchen wir nämlich dafür keine Kohle mehr. Das Ding brauchen wir nicht. Das Ding haben wir bereits. Ja, ich würde mal sagen, da bauen wir noch die beiden Sachen hier. Also das Ding bauen wir noch. Nee. Was? LV. Ja, nee, LV-Ofen brauchen wir nicht. Das macht keinen Sinn. Öfen haben wir sowieso schon massig. Und die können wir auch mit Blätter betreiben. Das Ding braucht aber, glaube ich, definitiv richtig Kohle. Deswegen, wir brauchen noch so einen Extraktor und so einen LV-Ofen. Da sind wir gut ausgesorgt. Dann sind wir gut ausgesorgt. Klar, Ronny. So, das heißt, so einen Motor haben wir ja bereits. Was wir noch brauchen, ist das hier. Das sieht aber auch sehr preiswert aus. Das heißt, wir brauchen vier Tubes. Ich gebe einfach mal alles hier. Dankeschön. Dann brauchen wir das hier. Dann brauchen wir das hier und das hier. Und dann alles und. Hä? Achso, halt, nee, das brauche ich ja später. Ach komm, schon wieder nicht stacken hier. Ernsthaft? So. Alles andere bitte weg. Dankeschön. So, jetzt, achso, ich brauche noch so eine Maschinencase wieder. Einen haben wir ja noch. Achso, Kabel. Kabel haben wir auch. Das wäre dann. Hä? Wo ist mein Kabel? Hallo? Ich war doch reichlich
kabeliert. Wo ist mein ganzes Kabelzeug hin? Hallo? Hä? Also, verarscht kann ich mich selber. Ach da. So, dann würde ich mal sagen. Nein. Achso, Mittelvolt-Extraktor. Brauchen wir nicht. Was? Was fehlt denn da noch? Oh, der Motor. Der Motor! Dankeschön. So, jetzt haben wir noch einen LV-Ofen. Der war relativ einfach. Da brauchen wir nur wieder erstmal wieder ein Case. Case war. Davon brauchen wir noch 6 Stück. 7 Stück. Ach, hä? Moment mal, halt, stopp. Stahlbarren kochen. Ach so, ja, genau, das komplizierte, das brauchen wir nicht. Wir nehmen einfach das mit diesem Stahlbarren kochen. So war das. Das heißt, das kann. Nein, das kann wieder weg. Und wir brauchen 7 Stahlbarren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, dann hätten wir das auch. Da rein. Du kommst da rein. Du kommst bei so wie mal da rein. Genau. Und du kommst dann da rein. Mach inne. Ah. Dankeschön. So, wir brauchen das Ding, alles, alles. Oh. Danke. Das Ding, alles. Danke. Sehr schön. Ab in den Keller und aufbauen. Dann haben wir doch heute was geschafft. Ist doch ganz geil. So, der Ofen kommt auf die Seite. Dann haben wir hier den Ofen. Dingsbums da. Und hier kommen die beiden roten Komponenten rein. Extraktor und Schleifmaschine. Na, ich würde es von der Optik her sogar andersrum machen. Ich würde erst den machen, ne, weil die Dinger ja auch ein bisschen dunkler sind. Ah, ich würde das anders machen. Ich würde das so machen, dass. Das kann ich gleich mal anbauen. Also, das hier kommt auf jeden Fall dahin, weil es ist auch so gräulich, ne? Dann kommt die beide. Extraktor, genau, kommt der Extraktor erstmal dahin. Dann kommt die Schleifmaschine dahin nehmen. Und dann kommt der. Das Ding da, was auch immer das ist, da unten. Ha, ist doch geil, ist doch schön. Schönes, schönes Ding. Schönes Ding, ja. Und die beide, die lasse ich einfach hier. Die werde ich aber halt nicht mehr benutzen, weil, warum sollte ich? Ich wäre schön dumm. Sehr schön. Ja, und das Ding hier hat jetzt ordentlich Power, ne? Haben wir jetzt 4 Batteriepacks. Das heißt, egal wie viel Strom diese Dinger verbrauchen, und wir können die auch alle gleichzeitig betreiben, weil wir haben jetzt definitiv genug Stromreserve. Könnten wir vielleicht irgendwann mal einen Testlauf machen, einfach mal alles gleichzeitig belasten und mal gucken, wie viel Strom das Ganze denn braucht. Aber auf jeden Fall, ne, wir haben genug Reserve. Sehr schön, damit ist das, ist der Keller, soweit ich das jetzt beurteilen kann, offiziell fertig. Du kommst bitte wieder zu, danke. Ja, es ist soweit in Ordnung. Siehst du, was wir noch machen könnten, wäre eine optische Spielerei, aber wir haben es ja gerade. Ja, na, okay, ich geh jetzt runter hier. Wäre. Nee. Nee, lieber nicht. Ich hatte halt gerade die Idee, weil hier so viel leer ist, ne, dass man das hier so machen kann. Und hier wäre auch ein bisschen mehr Platz. Ach, weil hier bereits Platten sind. Ah, scheiße. Geht das dann so? Ja, nee, das solltest du bitte nicht. Das solltest du eigentlich. Da! Genau. Okay, das funktioniert. Das sieht doch optisch gar nicht so schlecht aus. Das sieht scheiße aus. Weg damit. Okay, es war nur eine Idee. Sorry, Leute. Scheiß die Wand dann hier. Was tue ich hier gerade? Ich weiß doch selber nicht. Aber wobei, das hat schon was. Aber es ist einfach zu viel. Das ist immer dieser Drang, Sachen, die man hat, auch verbauen zu wollen. Ich weiß auch nicht.
Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Den kann ich sogar zerstören. Den brauche ich nicht mehr. Oder den baue ich irgendwo anders separat hin, weil der braucht ja kein Netzwerk oder ähnliches. Und ich habe da hinten bereits ein komisches Ding, was auch immer das hier eigentlich nochmal ist. Was ist das? Hä? Ach so, das war ja gar nichts. Nein, ich habe die Axt weggepackt. Verdammt nochmal, zugenäht hier. Ich glaube, das Ding hier reißt schon wieder weg. Das leuchtet so extrem und ist so scheiße. Das hat ja nicht mal Nutzen. Es ist einfach nur Verschwendung von Ressourcen und allem. Allem, wofür es steht. Das heißt, du kommst weg, du kommst... Na klar, erstmal wieder alles kaputt machen. So, du kommst in die Ecke. Jetzt fällt es da auch nicht mehr so extrem auf, dass da irgendwas ist, was leuchtet. So, und das Ding, was ist das? Das war der Kamin. Ja, leck doch am Arsch. Ja, der Kamin. Ich weiß nicht, ob brauchen wir einen Kamin? Wir haben doch schon hier so selbstgebaute Kamine. Höchstens noch hier in dem Zimmer. Aber ganz ehrlich. Ach komm, ich baue das einfach hier hin, damit er nicht, ne, damit ich nicht wegschmeißen muss. Yeah. Das sieht scheiße aus. Wie sieht der denn aus? Komm jetzt her hier. Da Licht, da kein Licht, da Licht. Okay. Oh Gott. Das heißt, ich müsste ihn halt so hinbauen, aber es sieht halt. Warum kann er nicht einfach nur in eine Richtung leuchten? Warum muss er jetzt in drei Richtungen leuchten? Sorry. Das Ding regt mich gerade auf. Das Ding ist so komplett useless. Weil, wie gesagt, es hat ja nicht mal einen Nutzen, weißt du? Es ist ja nicht mal so, dass es gleichzeitig ein Ofen ist oder so. Das ist halt das Schöne bei diesem Home-Dekor, ne? Wenn man so Home-Dekor-Sachen hat, ne? Dieses Home-Dekor, so hier, wenn man zum Beispiel so einen Kühlschrank hat oder sowas, dann kann man diesen Kühlschrank auch gleich irgendwie als Lager benutzen, also als Kiste. Oder diese Öfen von Home Decor, womit du halt so eine Küche bauen kannst. Die kannst du dann auch wirklich als richtigen Ofen benutzen. Ja, was ist das denn hier? Klimaanlage. Oh, leck mich am Arsch. Ja, aber das Ding, das hat halt Licht gemacht wie Sau. Hat damit überall gestört. Und hat aber absolut keinen Effekt gehabt. So sieht es doch geil aus. Das war so ein richtig schöner. Naja, für den Keller vielleicht ein bisschen komplett übertrieben. Übertrieben mit Tr und nicht mit, aber es ist zumindest schick. Es ist sehr schick, sehr schön, sehr geil. Das Ganze sehr, sehr geil. Das Ganze, ach ja, Jütchen. Dann würde ich mal sagen, packen wir das ganze Scheiß hier erstmal wieder weg. Brauchen wir nicht mehr. Genau. Wie wir halt einfach mittlerweile massig Obsidian haben. Wir könnten damit eigentlich Upgrades kaufen. Bauen. Für die ganzen Dwarver, dass wir da einfach überall die Dinger einfach komplett mit den Upgrades voll klatschen. Einfach weil wir die Dinger haben hier. So. Würde 8 Stück für 1. Aber ganz ehrlich, ich meine, in so ein Dwarver passen 5 Upgrades rein. Und wenn einer 4 dazu bringt, das heißt, dann hätten wir quasi insgesamt das 21-fache an Volumen. Es ist also tatsächlich schon ganz, ganz, ganz ordentlich. Dafür, dass wir diese Obsidian-Dinger so hinterhergeschmissen bekommen, ne? Immer unter dem Aspekt. Es ist halt schon nicht schlecht. Vor allem einfach dieser Faktor, ne? Dass wir quasi einfach für zwei, also für doppelt so viel Obsidian bekommen wir genauso viel wie für einen Diamant. Das ist. Achso, das Gold. Dachte gerade, das ist Mese. Das ist jetzt Eisen, ne? Ja. Digga, warum ist Obsidian wertvoller als Eisen? Jawohl, weil du für Obsidian erstens Lava brauchst.
Und wir haben gemerkt, wie selten Lava ist. Also jetzt bitte beruhigt euch. Ja, nicht jetzt hier mit, oh mein Gott, ist das doch massig Lava, ne? Ja, am Arsch. Ja. Aber, wie gesagt, wir haben jetzt ein paar Quellen für Obsidian und, von daher können wir durchaus mal ein bisschen was, also Upgrades für Dwarver bauen. Auf jeden Fall mache ich jetzt erstmal für die Folge Feierabend. Ich mache auch für heute Feierabend. Ich mache wieder 3 Folgen am Tag. Für euch ist das ja gerade mal die erste Folge vom Dienstag. Also für euch von heute. Ja, aber für mich ist es erstmal Feierabend. Heute war ein stressiger Tag. Ich bin quasi, es ist jetzt 18 Uhr. Ich bin um 7 Uhr heute Morgen an meinen PC gegangen. Und habe gefühlt diesen Platz seit den letzten 11 Stunden nicht verlassen. Erst war Schule. Ja? Also, vor 8 Uhr habe ich ein bisschen privat was gemacht, ne? Clicker Hero, dies, das, Ananas. Genau das hier. Das kann ich übrigens hier auch mal ein bisschen wieder, ne, ein bisschen nachscheffeln. Das ist aber egal. Weg da. Habe ich ein bisschen Clicker Hero gemacht, so eine halbe Stunde oder so, keine Ahnung. Ach genau, ich habe sogar bei Clicker Hero noch eine Aufnahme gemacht. Aber wie gesagt, so eine halbe Stunde, ne? So von aufstehen, um 7 rum, bis so 8 rum. So, dann war Unterricht. Bis, naja, so 13 Uhr mindestens. Naja, nicht ganz. Also bis kurz nach 12. So, dann haben wir aber auch noch nach dem Unterricht so Aufgaben gemacht, quasi die Hausaufgaben. Und das haben wir einfach mal bis 16 Uhr gemacht. Ja, und dann nach 16 Uhr, bis jetzt, Aufnahmen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich die Aufnahmen, also die Mindtest-Aufnahmen, die ich jetzt gerade gemacht habe, erst morgen mache. Aber dachte ich mir so, pff, fuck off. Dann habe ich morgen weniger Stress. Dafür heute fast gefühlt den ganzen Tag nur am PC. Aber jetzt habe ich ja frei. Jetzt bin ich erlöst. In dem Sinne, schau mit V.